Ein Schiff. Ein richtig geiles Piratenschiff, das man in die Luft bauen kann. Der das schönste Schiff baut, der darf, also ihr solltet es vielleicht mit einem Timelapse oder ihr macht Fotos, wie ihr es baut. Hauptsache, ich kann sehen, dass ihr es auch gebaut habt. Und der Gewinner, der das schönste Schiff baut, darf mit mir ein fliegendes Schiff auf in meiner Let's Play-Welt bauen. Natürlich wird alles auch aufgenommen. Und ja, ich kann ja mal zeigen, was eine Bedingung sein soll. Und zwar soll das Ganze mit einem Höllentor verbunden sein. Denn ich habe mir eigentlich vorgestellt, dass ich... Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Moment, Moment, das dauert. Da bin ich ja... Da habe ich mich jetzt falsch runtergebuddelt. Ja, das ist meine Insel von unten. Ich hatte die mal gebaut. Zu gucken, wie das so aussieht. Und ja, hier hatte ich jetzt mein Höllentor. Und hier sollte man dann nach oben gelangen. Hier oben sollte dann theoretisch ein Haus draufstehen. Aber ein Piratenschiff ist wohl ein bisschen cooler. Ich hatte mir das ein bisschen vorgestellt, wie das Piratenschiff wie Down for Life. Also DFI Minecraft. Und sollte man durch ein Höllenportal von hier, kennt ihr das Höllenportal, bis da laufen oder so ähnlich. Ich weiß noch nicht, wo es genau stehen wird, und soll verbunden sein. Oder dass ich irgendwie nicht immer hochbauen muss oder so. Denn ich hatte mir ja eigentlich überlegt, dass man vielleicht mit einem, Entschuldigung, meine Nase ist ein bisschen zu, mit einem, ach, wie nennt man einen Wireless LAN-Trigger von Redstone ohne Mod das Ganze macht. Aber weil das ja ein ganzer Bug ist, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das rausgepatcht wird. Deswegen möchte ich auf diese Möglichkeit verzichten, dass ich mir vielleicht über Wireless LAN mir einen Wasserstrahl runterkommen lassen. Das würde auch viel zu lange dauern. So, und von hier aus kommt man dann nämlich direkt. Ich hoffe mal, man kommt auch dahin. Oh. Ja, das war jetzt ziemlich ungeschickt von mir. Moment. Das haben wir doch gleich. Ich sag, das haben wir gleich. Ja, das von dem Texturenpack ist noch ein bisschen verbuggt alles, aber das kriegen wir noch hin. Wo ist das denn jetzt? Puh, ja. Ich suche ein Feuerzeug. Flint and Stone. Aber ich finde hier keinen. Da ist es doch. Geht doch. Ja, und da ist nämlich der Fehler, denn bei mir komme ich dann irgendwo ganz woanders raus, als ich eigentlich rauskommen sollte. Und deswegen, ja, ich sollte eigentlich, warte, ich bin jetzt hier. Meine Welt ist da, das heißt, da oben ist die Insel, da irgendwo. Da sieht man dann den großen schwarzen Punkt, der da ist. Und hier ist meine Welt. Ja. Ich gucke mal extra so, damit ich meine Projekte nicht verrate. Ja, hier habe ich noch ein bisschen experimentiert, ob man hier vielleicht ein Fenster einbauen könnte. Also hier habe ich das vorgebaut, meinen ganzen Ranz, und später nachgebaut. Hier, was mit der Tür und diesem Knopf auf sich hat, verrate ich nicht. Ja, hier mein Turm. Was ich auf jeden Fall noch in meine Display-Welt bauen werde, ist, ich habe ja hier eine Druckplatte stehen, das finde ich ein bisschen doof. So, dass man das hier so macht und dann mit dem Knopf das Ganze dazu macht. Das finde ich ein bisschen besser. Weil wenn ich nämlich hier drauf trete, hier hochgehe und dann drauf mache, haut es vor meiner Nase automatisch wieder zu. Ja, toll. Ja, und das war's dann erstmal. Dann verabschiede ich mich. Lass die Spiele beginnen. Ich erkläre nochmal. Ich möchte ein schönes. Oh. Muss ich wohl zensieren. Ich hoffe, ich denke dran. Tut mir leid. Ich möchte einen fairen Wettkampf, und ich erkläre nochmal, was ich haben möchte. Ein Piratenschiff, das in der Luft schwebt, in deren ein Höllenportal Platz hat. Und das durch einen, ja, das hat man durch. Toll, schon wieder hingeguckt. Ich vergrabe mich lieber mal in meinem Loch. So, machen wir uns ein Lagerfeuer.
Und ja, das ist eigentlich mal soweit. Und Piratenschiff wäre cool, wenn es also in der Art, wie es der Down for Life hat. D4L Minecraft auf YouTube zu finden, in der Let's Play-Welt, der Show-Welt, keine Ahnung. Und ja, dann sage ich mir mal, bis denne.